Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Heute, Wiedergabe von der letzten Woche. Wie ihr wisst, es ist nichts passiert. Jetzt hat es mich auch getroffen. Hab ab 1.4. die ein Schreiben gekriegt, oder kriege ich noch per Post, das ist eh klar, dass der Dienstvertrag, dass der Dienst, das Dienstverhältnis aufgelöst wird wegen der Corona-Krise. Ich mag es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören. War für mich aber klar, weil ich einfach relativ neig dort bin, was für mich überhaupt kein Problem ist, weil ich habe nebenbei noch was anderes zu machen. Mache noch nebenbei Security-Dienste. Und ja, ist für mich eigentlich nicht so tragisch. Ich meine, es trifft mich schon, weil es hat eigentlich ein Job gewesen, wo ich sage, es war mir echt abwechslungsreich, es hat mir mega Spaß gemacht, es war so voll cool, hat mir einfach taugt. Ja, spiel nebenbei einen Simulator auf dem PC, wie ihr hört, wie ihr seht, oder gesehen habt. So viel zum Song kann ich nicht. Das mit dem Corona geht mir schon richtig auf die Eier. Es nervt mich extrem, weil das den ganzen Tag im Radio ist, in den Nachrichten ist, im Fernsehen ist, auf Facebook ist. Apropos, ich habe Facebook. Wenn interessiert, abonniert es mich oder schickt es mir einfach FA. So wie ich auf YouTube heiße, Oliver Seebacher, heiße ich auch auf Facebook. Ich glaube auch sogar das gleiche Profilfoto, weil ich eigentlich Facebook ganz, ganz selten nutze und einfach mal ab und zu reinschaue, mit Leuten in Kontakt tritt, die was ich schon lange nicht mehr gesehen habe oder sonst irgendwas. Halt eigentlich auch nichts von Facebook, aber ist wurscht. Die Frage ist, wie es weitergeht bei mir. Ich lasse meinen YouTube-Kanal, die wollten eigentlich löschen, sprich komplett aufhören damit, und ja, habe mir extra die GoPro Hero 8 gekauft, werde aber trotzdem ganz normal weitermachen, einfach andere Sachen filmen, ob nebenbei noch ein paar Kleinigkeiten im Garten draußen, was ich noch probieren möchte. So kleine Gartentipps, ich weiß nicht, ob es mich interessiert, ich probiere es einfach, ich muss jetzt da was Neues machen. So kann ich da nicht viel sagen dazu. Lasst euch überraschen, weil sonst ist die ganze Freude wieder weg. Was gibt's sonst zum Sagen? Ganz ein fettes Lob an Harry und Pepper. Also ihr seid mega, dass das bei euch so extrem gut funktioniert. In Südtirol, ich weiß, dass Tote sind und alles, aber ja, ich sag, mich juckt das nicht, aus dem anderen Grund ist, weil wie viele Leute sterben jedes Jahr an Krebs, an Unfällen, wo keiner was dafür kann, wo unschuldig ist, an Terroranschlägen oder sonst so weiter und so fort, interessiert auch keinen. Und deswegen finde ich das echt ein bisschen nervig, dass da jetzt da so die Welle geschlagen wird. Jedes Jahr sterben zigtausend Leute an Influenza, an der echten Grippe. Verfolgt das lieber ein bisschen mehr und schaut euch das einmal an, weil die Zahlen sind extrem dramatisch, wo es aber jeden trifft. Und bei der echten Grippe ist es so, dass da eigentlich relativ zu 95% Leute sterben, ob jung oder alt. Da bei dem Corona sterben halt die älteren Leute wegen dem Immunsystem, natürlich sterben auch jüngere, aber weil sie einfach krank sind. Und wie gesagt, ich weiß da einfach ein bisschen mehr. Nicht aus dem anderen Grund, weil ich mich extrem befasst damit, weil ich einfach viel vom LKH Graz her, weil meine Frau im Training arbeitet, und ja, derzeit hat man einfach relativ viel, und es ist schon sehr dramatisch, die ganzen Situationen, aber ich will schon an die große Glocken hängen, weil sonst mache ich Werbung für das und das will ich nicht. Natürlich auch Grüße an 1000 Sasser, du machst deinen Job super, gell? Danke, dass du mir FA angenommen hast auf Facebook, taugt mir voll. Bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde man schon sagen. Wenn ihr wisst, die letzten Videos verfolgt habt, ich wollte eigentlich zu Argentina rausfliegen. Wie ihr wisst, sind Bauch vor allem wegen dem ganzen Scheiß da. Mal schauen, ob das vielleicht dann Ende des Jahres oder
nächstes Jahr einfach passen wird. Aber wie gesagt, Anne und Tina, wenn es meinen Kanal verfolgt, ich melde mich auf jeden Fall noch bei euch. Die Mailadresse habe ich eh. Also ich werde auf jeden Fall mit euch schreiben. Ja, sonst. Oder schreibt es mir in die Kommentare unterhalb eine bitte. Und wenn es euch interessiert, was ich sagen soll, es kommen Videos vom Radlfahren, wo ich dann sicher irgendwas machen werde, dass das auch wieder super funktioniert. Ja, mehr kann ich da wohl nicht sagen, wenn ich es weiß. Ich mache ein separates Video daheim, habe ich ein paar Versuchsobjekte, unter anderem ein Mango probiere ich ansetzen. Und ja, lasst euch da überraschen, da kommt auch noch ein Video, ein kleines, was ich probiere. Und ja, so, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, kommentiert es, ich beantworte hier alles und bin sehr dankbar an meine Abonnenten, meine treuen Abonnenten, dass das so super funktioniert, dass das jetzt da eigentlich so bleibt, wie es ist, weil ich da ganz, ganz wenig Videomaterial habe, wo ich ein Video aufnehmen kann. Ich meine, ich kann ja schon mal ein Video machen über Staubsaugen, das ist kein Problem, über Shisha rauchen, alles, aber das wird wahrscheinlich keinen interessieren. Ja, passt, sonst habe ich nichts zum sagen. Ja, mit der 562 kommt auch nichts, das ist eh klar. Ja, habe ich da mal auch keine, weil es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt eine kaufe und ich habe dann keinen Job. Für eine Security brauche ich keine. Ja. Nebenbei spielt es den Simulator noch weiter. Und ja, halt die Ohren steif. Bleibt gesund auf jeden Fall. Tut mir den Gefallen. Bleibt daheim. Das ist jeden seine Sache. Ich bleib nicht daheim. Jetzt hat der Wahl schon. Aber wenn ich in den Radl fahren gehe, gehe ich in den Radl fahren. Das braucht man da keiner vorschreiben. Aber wie gesagt, ist egal. Samstag mache ich das Video mit den Pflanzen. Werde es dann gleich aufnehmen und am Samstag hochstellen. Freut euch drauf. Ist sicher vielleicht für irgendwen interessant. Ist nicht weiß was, aber es sind Versuchsobjekte. Habt dann noch einen kleinen Tipp für euch am Samstag. Und ja, ja, ich bin motivationslos, was mich ein bisschen nervt, aber egal, ich will mich nicht unterkriegen lassen. Ich spiele es weiter, weil das Spiel macht mir Spaß. Ja, halt die Ohren steif. Danke. Schönes Wochenende. Genießt es. Pfiat euch.